Herzlich willkommen, meine lieben Candy and Snack Freaks. In der heutigen Episode habe ich für euch ein asiatisches Sortiment zusammengestellt. Wenn ihr heute das erste Mal dabei seid, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go! Gut, dann kommen wir hier jetzt schon zum ersten Produkt. Das wären einmal Kekse mit Curryblätter. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Also ich kenne Curry, kennt ja jeder. Ich schätze mal aber selten, also ich zumindest habe noch nie Curryblätter gegessen. Also immer nur den Pulver. Und dann auch keine Kekse eben, sondern das war eigentlich grundsätzlich immer mitgemischt im Essen eben. So, so sieht das Ganze von drinnen aus, also so wie eine Keksverpackung halt. So sieht dann ein Keks aus. Riecht auf jeden Fall nicht... Riecht... Ja, es riecht nach einem Keks mit Blättern, ja, weiß nicht. Also, vom Curry hat es jetzt nicht unbedingt sehr viel. Es riecht halt nach einem Keks mit Gewürzen drauf, würde ich einmal behaupten. Gut. Ne. Es schmeckt halt... Er schmeckt halt wie ein ganz normaler Keks. Ich finde den Curry-Geschmack schmeckt man jetzt gar nicht raus, leider. Vielleicht sollen Curryblätter auch gar nicht nach Curry schmecken, sondern weiß nicht. Ich habe leider zu wenig Ahnung, wie Curry gemacht wird. Gut, dem Ganzen will ich aber auf jeden Fall eine solide 7 aus 10 geben. Also es schmeckt jetzt nicht schlecht, es schmeckt auch nicht gut. Ich hätte nur vielleicht ein bisschen mehr dieses Curry-Flavor erwartet. Aber gut. Das Ganze kommt aus Sri Lanka. Gut, dann kommen wir zum nächsten Produkt. Das wären hier einmal Garnelencracker von der Marke Hanami, schätze ich einmal. Was steht da drauf? Das Ganze ist aus Thailand. Gut das hergestellt. Wie gesagt, das sind Garnelencracker, die sind getoastet, non-fried, also die sind nicht frittiert. Riecht auf jeden Fall sehr fischig. Sehr fischig. Erinnert mich ein bisschen an die Instant-Suppen, Instant-Noodles. Also steht auch, dass es hot ist, hat es auf jeden Fall etwas davon in sich. So heißt, also so scharf ist es jetzt nun auch wieder nicht, dass Leute, die jetzt sehr scharfes nicht vertragen, könnten das natürlich dann auch essen. Also wie gesagt, es ist sehr fischig. Schmeckt eben nach diesen Garnelen raus. Es sind eben nicht gebacken, schmeckt aber auch auf jeden Fall sehr hervorragend. Dem Ganzen würde ich ebenfalls eine 7 aus 10 geben. Gut, dann kommen wir zum nächsten Produkt. Das wäre hier jetzt ein Getränk aus Korea. Das Ganze nennt sich Korean Ginseng Drink. Also ich habe keine Ahnung, was mich hier erwarten wird. Der Verkäufer im Geschäft wusste auch nicht genau, was das sein soll. Aber wir sind ja hier, um neue Sachen zu testen. Riecht wie irgendeine Wurzel. Irgendeine Wurzel, also ich habe es jetzt auch hier erst
jetzt gemerkt, wie man sieht, da ist eine Wurzel abgebildet, aber keine Ahnung, was genau das sein soll. Steht doch, glaube ich, gar nicht mal drauf. Ginseng-Extrakt. Anscheinend ist Ginseng eine Wurzel. Die kannte ich natürlich nicht. Aber gut. Also riecht auf jeden Fall nicht appetitlich für mich. Für mich muss ein Getränk, vor allem so ein Erfrischungsgetränk, wenn das denn sein soll, anders riechen auf jeden Fall. Boah. Nicht empfehlenswert. Nicht empfehlenswert, auf keinen Fall. Testet das nicht. Es schmeckt halt, wie gesagt, nach Wurzeln. Es ist halt nichts für mich auf jeden Fall. Also es ist kein Softdrink, dass man sich auf genüsslich einmal im Sommer auf kühl reinziehen möchte. Vielleicht ist das eine gewisse Gruppe, die was einfach auf solche Getränke steht. Ich bin auf jeden Fall nicht so einer. Deshalb gibt es von mir leider nur 2 Punkte. Und ja, schade, ich habe mir mehr erwartet, aber was soll man machen? Gut, dann kommen wir zum letzten Produkt. Das wäre von der Marke Muncher Cornflakes mit Cheese Flour. Das Ganze kommt aus den Philippinen. Valenzuela City. Das sind Cornflakes. Das sind richtige Cornflakes anscheinend. Schauen wir mal. Die riechen auf jeden Fall schon appetitlich. Schauen aus wie Chips, sollen aber Cornflakes sein. Also ich vermute mal, also es steht so drauf. Mit Käsegeschmack. Die sind auf jeden Fall weicher. Und also die erinnern mich ein bisschen so an Reiswaffeln. Also nicht, es ist so ein gewisser Knack drinnen, aber nicht so wie bei Chips. Ich finde halt, der Käsegeschmack hätte ein bisschen intensiver sein können. Aber ansonsten von der Konsistenz, vom Crunch, gefällt es mir sehr gut. Allerdings würde ich dem Produkt nur eine 6 von 10 geben. Einfach aus dem Grund, weil mir die auf jeden Fall mehr gefallen haben. Aber ist auf jeden Fall empfehlenswert, meiner Meinung nach. Ja, das war's wieder heute mit dem heutigen Produktetesten. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, meine lieben Candy and Snack Freaks.